Als Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Am 6. Januar war Epiphanias, das Fest der heiligen drei Könige, das Erscheinungsfest. Jesus wird als der erkennbar, der er ist, als Gottes Sohn. Die Weisen sind dem Stern gefolgt. Ich hänge jetzt bald meine Sterne in der Wohnung wieder ab, aber es gibt andere Sterne, die bleiben uns erhalten und können uns daran erinnern, wer Jesus ist, das ganze Jahr hindurch. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, gingen vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.